Nach einem Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder strebt Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union die Nachfolge der nicht wieder kandidierenden Angela Merkel an. Er gilt als Vertreter von Maß und Mitte. Laschet ist für den Ausstieg aus der Kohle. Das soll mit Milliardenhilfen des Bundes für Nordrhein-Westfalen und die Energiewirtschaft gelingen. Außerdem ist er bekannt für seine liberale Asyl- und Flüchtlingspolitik. Er ist klar gegen eine Lockerung der Schuldenbremse und Steuererleichterung. Armin Laschet kam am 18. Februar 1961 in Aachen zur Welt. Sein Vater war Bergmann. Seit 36 Jahren ist er Katholik mit seiner Frau Susanne verheiratet und hat 3 Kinder. In der CDU ist der studierte Jurist und Journalist Armin Laschet seit 32 Jahren. Von 1994 bis 1998 war er Mitglied des Bundestages. Nach 5 Jahren als NRW-Minister für Familie, Frauen und Integration und 4 Jahren Fraktionsvorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen wurde er 2017 Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Im Januar 2021 trat er die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an und wurde Bundesvorsitzender der CDU. Jetzt will er auch die Nachfolge von Angela Merkel antreten und Bundeskanzler werden.